Hallo liebe Freunde von nach oben Media und vom Format Nominated. Heute befinden wir uns hier im Freizeitland Geiselwind und wir machen heute mal ein kleines... Dennis, jetzt halte ich schon seit einer Stunde den Scheiß. Wo ist überhaupt mein Geld dafür? Du musst es während der Aufnahme hochhalten, sonst denkt doch jeder, wir sind... Ja, jetzt ist es auch egal, das Material ist aufgebraucht, jetzt drehen wir es hier. Ich krieg trotzdem noch Geld von dir. Alter. Trinke ich erst einmal ein Bier, nicht? Also hier nochmal herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Nominated mit Christian Meister von der Plattform freizeitparknewsnrw.de. Ja, die Leute, die das Ganze auf YouTube verfolgen, werden gleich in den Genuss von meiner unfassbaren Videografie kommen, denn ich habe natürlich die Kamera entsprechend eingestellt, habe mich dann zu Christian auf die Bank gesetzt, dann kam allerdings die Sonne äußerst garstig heraus, sodass ich im gesamten Video einfach nur ein heller, weißer Fleck bin. Also so wie immer. Ich hoffe trotzdem, euch macht das Ganze Spaß. Ihr könnt diese Ausgabe aber auch natürlich podcastmäßig hören auf Spotify, Apple Podcast und auf allen möglichen Plattformen, die Anchor FM so anbietet. Ja, und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer viel Spaß. Christian, hi. Dennis. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's wunderbar, danke, dass du fragst. Das letzte Mal habe ich tatsächlich geantwortet auf den Kevin. Ich habe gefragt, wie geht's dir? Er sagt gut und ich habe geantwortet mit ja. Okay. Das war grandios. Wir haben uns ja jetzt heute zusammengefunden, weil wir beide eine Leidenschaft teilen. Ja, eine sehr große Leidenschaft sogar, ne? Genau, das sind die Freizeitparks, Kirmes vielleicht auch, aber hauptsächlich Freizeitparks, sag ich mal. Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weißt du das noch? Wann wird das gewesen sein? Ich meine, das war im Freizeitland Geiselwind und das war 2018. Habe ich dich leicht wahrgenommen. Das war, meine ich, bei dem Fan-Day, oder? Dass wir das erste Mal Kontakt hatten. Ich glaub, Kontakt hatten wir schon das erste Mal, aber gesehen haben wir uns das erste Mal auf der Pressekonferenz 2018. Ach ja, okay. Das weiß ich noch, ja. Und es war Winter. Noch. Und kalt. Und kalt. Und ja. Das Essen war gut. Das Essen war super und warm. Und warm, ja. Nein, das hat alles wunderbar gepasst. Ich liebe die Pressekonferenzen im Freizeitland Geiselwind. Sie sind vielfältig. Also es ist eines der wenigen Pressekonferenzen, wo man sagen kann, jawohl, hier wirst du als Reporter, Redakteur oder je nachdem, in Anführungszeichen, verwöhnt. Ja, also man nimmt sich auch Zeit. Das sind echt, andere Parks machen das auch sehr, sehr gut. Wir haben es ja auch im Trips Drill gesehen. Na, ist jetzt gar nicht so lange her. Genau. Und ja, aber im Geiselwind kann man sich sehr gut wohlfühlen. Für die Leute, die jetzt zuschauen bei YouTube, weil der Podcast wird natürlich auch bei Spotify wieder sein und bei Apple Podcast. Ich blinzel immer ein bisschen dumm in die Sonne, weil ich ein Profi-Videograf bin und weiß natürlich, wie man Menschen positioniert, dass die nicht dumm aussehen. Also ihn quasi. Wir haben uns aber im Laufe der Zeit dann immer wieder mal getroffen. Genau, wir haben uns immer wieder mal getroffen und haben eigentlich immer mehr intensivere Gespräche geführt. Also und haben auch festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander sind, von unserem Hobby, ja. Also und von dem her, und es bietet sich natürlich an, weil wir wohnen ja auch gar nicht eigentlich so weit weg. Ne? Also ich weiß es nicht, ich glaube dreiviertel Stunde, Stunde, wenn wir voneinander weg wohnen. Und ja, von dem her kann man da gerne mal öfters mehrere Projekte machen, weil einfach ich durch meine Plattform Freizeitpark News, falls es ihr noch nicht kennt und wenn ihr es möchtet, ein Abo bitte da lassen, natürlich auch für den Dennis. Weil ich einfach alleine bin bei uns in Bayern, Sachsen, Thüringen einfach, ja. Und das ist mein ganz großes Problem. Und wenn du da manchmal Projekte machst und bist da alleine, bist du schon ja teilweise aufgeschmissen und versuchst schon das irgendwie professionell zu machen, was auch immer unser höchstes Streben ist. Aber zu zweit ist immer angenehmer und schöner. Seitenhieb kam übrigens sehr low auch an. Ja. Bei mir muss man echt dazu sagen, ich bin jemand, der ist zeitlich immer sehr
eingespannt, also ob durch den Hauptberuf oder durch was weiß ich was alles. Also es ist bei mir sehr schwierig. Also wahrscheinlich kriegst du mit George Clooney leichter einen Termin als mit mir. Ja, das können sie sein. Ich glaube, wir haben jetzt so 2 Monate an den Termin gesucht. Ja, ne? Also ja. Gut, wir hätten eigentlich heute was anderes vorgehabt, aber ja, das gehört natürlich auch dazu. Und nachdem ich noch einen Wunsch hatte an Dennis und er mir den erfüllt, bin ich da ganz froh. Und diese super Location natürlich auch. Also ich habe den nicht gekannt. Ich habe dem Navi angegeben, ich bin über einen Feldweg gefahren. Ich habe gedacht, will der mich verarschen, der Kerl. Das ist, mal dazu zu sagen, das ist der Kemitzenstein in der Nähe von Czeslitz. Das ist einer meiner Lieblingskletter Locations hier in der Nähe, weil ich bin hier wirklich sehr schnell hingefahren und von daher, hier kann man auch schön ein bisschen Abseilen üben und solche Sachen. Also nicht wie man auf dem Klo abseilt, sondern am Fels abseilen. Ja. Kann man üben und ja, deswegen habe ich gedacht, wir treffen uns einfach so mitten irgendwo zwischen Kulmbach und Bamberg. Das wäre quasi so mittendrin, wo wir wohnen. Genau. Und passt doch. Ja, wir haben uns wie gesagt in Geiselwind dann immer mal wieder getroffen. Ich glaube, außerhalb von Geiselwind haben wir uns bis jetzt dann auch nur in Tripsdrill gesehen. Genau, ja, das war nur in Tripsdrill. Und das war aber auch, also wir sind beide irgendwie in die Freizeitparks mal so reingerutscht, sag ich mal. Die Sonne steht gerade richtig bescheuert. Ja. Und haben uns aber bis jetzt dann eigentlich immer nur, ich will nicht sagen beruflich, aber auch nicht wirklich privat getroffen. Nee, das leider noch nicht. Ich habe es dir ja auch angeboten. Aber du hast ja leider nicht so oft Zeit. Wie kam es mit dir überhaupt zu dem Thema Freizeitpark oder seit wann? Also das Thema Freizeitpark, das interessiert mich schon immer. Ne? Also man muss dazu sagen, früher bin ich mit meiner Familie immer in die Freizeitparks gefahren, was heißt immer. Aber der erste große Freizeitpark war Disneyland Paris. Ja. Das ist aber ein guter Start. Das war echt ein guter Start. Also mein Vater hat sich da natürlich abzocken lassen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben. Vor Disneyland Paris, vor dem Eingang, stand früher jemand, der hat so mit Polaroid, ja, also ne, hat der Bilder gemacht. Und ich glaube, in Frankreich gab es damals Franc, oder? Ja. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, mein Papa hat sich da, ich weiß nicht, ich glaube 200 oder 300 Franc abzocken lassen für ein Bild. Boah. Ja, also ich weiß, ich kenne jetzt natürlich den Wechselkurs natürlich nicht, ne? Aber das war schon krass, ne? Und dann hatten wir eigentlich das Taschengeld, weil damals, wie gesagt, du hast mehrere hundert Mark gehabt und du bist damit eigentlich ausgekommen, ne? Also bist früher in einen Park gegangen mit 50 oder 100 D-Mark und konntest da gut essen und gut trinken, ja? Heute sind 100 Euro, das wissen wir beide, in einem Park nichts. Darüber wieder zurückzukommen, das war so mal mein prägendes Erlebnis und ich war auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, ich war 8 oder 9 Jahre alt. Also das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, wenn man bedenkt, ich bin 31. Ich weiß, Jungspund im Gegensatz zu dir. Ne? Ich weiß, ich sehe älter aus, aber das war so mein prägendes Erlebnis und auch das erste Erlebnis. Und dann sind natürlich viele weitere Parks gefolgt. Auch natürlich das Freizeitland Geiselwind. Man muss dazu sagen, Geiselwind war früher in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahren, eines der Top-Adressen in Deutschland. Ja, wenn es um die kleineren oder mittleren Parks ging. Ja. Und das war auch mit ein prägendes Erlebnis. Vor allem der Bumerang, der im Freizeitland Geiselwind steht, das war meine erste Achterbahn mit Invasion. Ja, also ich freue mich bis heute, diese Bahn zu fahren. Und ich war vor längerer Zeit mit meinem Bruder und seinen Töchtern war ich im Freizeitland Geiselwind und er hatte noch eine Bekannte dabei und das war auch ihre erste Bahn. Und das hat mich natürlich schon ein bisschen stolz gemacht, ne? Also dass du dann, ja, und das waren so meine ersten Erfahrungen und Erlebnisse. Und später dann folgte dann so mit 11, 12 Jahren der Moviepark Germany. Der ist natürlich auch früher sehr, sehr gut angekommen. Das war der erste Filmpark in Deutschland mit, ne? Gut, also von Film- und Freizeitpark genannt, weil Filmpark würde ich jetzt sagen, es gab ja schon früher die Bavaria Filmstudios, ne? Babelsberger Filmstudios gab es ja schon früher und das war auch so mit mein erster Park. Und dann, seitdem ist das Interesse immer gewachsen und ich war natürlich auch mit meinen Ex-Freundinnen, muss man jetzt so sagen, auch in Parks, schon vor Freizeitpark News. Also mit allen 15?
Was? Mit 51? Was? Nein. Ich hatte insgesamt 3. Also, wie gesagt, also, und da macht man einfach, bevor ich zu dieser Seite kam, Europapark mit und diese ganzen Parks, wo jeder eigentlich kennt. Also, Europapark kennt ja wirklich jeder. Ne? Und so kam das dann. Und ich habe mich immer schon für Freizeitpark News, das war oder ist auch die Adresse mit in Deutschland, wo man News über Freizeitparks erfahren kann. Und da habe ich mich immer bei denen interessiert und habe auch immer geliked und habe auch immer mit den Kollegen geschrieben und ja, und so kam das dann einfach. Ja. Warst du direkt bei Achterbahnen dabei oder war es bei dir am Anfang, hast du auch so ein bisschen Respekt oder Angst gehabt? Ja, gut. Mein Kollege sagt immer, es gibt nichts Schlimmes, es gibt einfach nur Schönes. Aber man hat vor Sachen einfach Respekt, sage ich ja mal. Also es gibt. Also Freefall Tower zum Beispiel fahre ich sehr, sehr ungerne. Mhm. Wirklich. Ich mag das einfach nicht. Ich fahre bis zu einer gewissen Höhe fahre ich sehr, aber ich glaube nicht, dass mich jemand in den Hansapark, in den Girodrop Tower reinkriegt, der hier über 100 Meter hochragt und dann runter. Ich glaube einfach da noch nicht. Und dann gibt es ja dann natürlich da auch zwei Optionen. Entweder mit du fährst hoch und dann kippen die Sitze und dann geht's runter über 100 Meter. Oder ganz normal, aber sowohl als auch würde ich das nicht machen. Und das ist was ich gar nicht fahre und was ich am liebsten fahre, sind natürlich Achterbahnen. Und da muss ich auch wirklich sagen, aller Art. Also wirklich, da fahre ich alles. Das gefällt mir. Das ist bei mir eigentlich wirklich ähnlich. Also ich habe das ja auch schon öfter mal erzählt. Bei mir ging es eigentlich bewusst mit dem Phantasialand los. Okay. Als Stöpsel haben meine Eltern mich dann irgendwie ins Space Center reingeschleppt. Okay. Also das, was jetzt Crazy Bats ist, davor Temple of the Nighthawk war und davor Space Center war. Okay. Und ich habe da einfach Angst gehabt, weil du bist durch diesen dunklen Wartebereich als Kind gelaufen und dann war die Bahn im Dunkeln und als Kind nimmst du die halt einfach schnell wahr. Ja. Und das hat mir dann so viel Angst gemacht, dass ich danach über Jahrzehnte Angst vor Achterbahnen hatte, bis ich dann irgendwann mal mit meiner Ex in Geiselwind war und den Bumerang gefahren bin. Das habe ich zwar auch recht ungern gemacht, weil dieser First Drop, das war immer noch so ein Gefühl, was ich als sehr unbehaglich wahrgenommen habe. Dann waren wir mal in, wie du gesagt hast, Moviepark. Das war aber damals halt noch Warner Brothers Movie World. Genau, das war damals im Eröffnungsjahr sogar. Ich glaube, 96 rum war das auch. Okay. Da gab es halt die Sachen, da gab es noch kein Bandit, da gab es noch keinen MP-Express. Da gab es halt aber noch, wie hieß denn hier, Lethal Weapon Pursuit, Cop Car Chase später. Okay. Und da konntest du von außen nicht einsehen, dass innen drin ein Looping ist. Und das war also auch noch vor meiner Geiselwindzeit. Und da bin ich dann das erste Mal eine Looping-Achterbahn gefahren. Also da war quasi ein Looping drin und später noch ein Corkscrew, also eine Schraube. Da habe ich aber den Looping als weniger schlimm wahrgenommen als die Helixe und sowas. Also als die Kurven, die eigentlichen. Hat mich aber immer noch nicht so ganz überzeugt. Ich hatte sogar Angst vor Breakdancern und vor allem Möglichen habe ich Angst gehabt. Und dann war ich mit meiner jetzigen Frau im Disneyland Paris und hatte halt vorher schon seit 1995, seit ich den Bericht gesehen habe, Angst gehabt vor dem Space Mountain, weil ich immer nur gesehen habe, die schießen da ab, irgendwo übers Dach hinweg in den Weltraum und habe da einfach Angst vor gehabt. Und dann habe ich mich auch 3 Tage lang im Disneyland geziert und habe gesagt, oh nee, 15 Minuten Anstehzeit ist mir zu lang, gehe ich jetzt nicht rein. Und dann übrigens, 15 Minuten sind gar nichts. Sind überhaupt nichts, ne? Dann habe ich es dann aber doch gemacht und dann bin ich an dem Tag noch 4-mal gefahren, das gleiche Ding, und seitdem war die Liebe da. Dann waren wir kurz danach im Heidepark, da bin ich auch dann Flug der Dämonen gefahren und alles. Und dann musste ich ins Phantasialand, weil ich von Tarum gehört habe. Und ja, also ab Disneyland war die Liebe da, da habe ich gesagt, okay, mir macht das Spaß. Okay. Aber wie du sagst, Freifalltürme, ist bei mir ähnlich. Ja, ich bin jetzt zwar auch den Skyfall, also den 80-Meter-Turm, der auf der Reise ist, gefahren und im Disneyland auch das Hollywood Terror Hotel da, Hollywood Tower auf 4. Ich glaube, da hätte ich sogar gar keine Probleme damit, mit sowas, wenn das nicht draußen ist, sondern drin schön thematisiert. Ne? Also ich bin sie leider noch nicht gefahren, diese Attraktion. Aber von den Videos her, wo man sieht, ich finde das einfach toll. Ich glaube, ich weiß nicht, woran das hängt, aber ich muss dazu grundsätzlich sagen, ich mag Attraktionen mehr mit Thematik, also, und wenn sie drin sind. Was ich aber noch zu Space Mountain sagen wollte, das wäre eigentlich auch meine erste Bahn gewesen. Aber ich war damals, wie gesagt, ein kleiner Stöpsel und ich war zu klein und zu jung dafür. Und ich wollte da unbedingt rein. Und hätte ich da reingekonnt, hätte meine Mutter mit mir gehen müssen, weil mein Papa ist mit meinem Bruder gefahren. Ja, und meine Mutter war heilenfroh, dass das Ding dann technischen Defekt hatte. Und ich bin aber leider nicht rangekommen. Ich war zu klein. Also ich weiß gar nicht, ob das damals schon 1,10 Meter oder 1,20 Meter war.
Also ich weiß, mit 10 Jahren konnte ich Bumerang fahren. Und ich meine, Bumerang hat auch, glaube ich, 1,20 Meter und Mindestalter 8 oder 10 Jahre. Mhm. Ich weiß es jetzt leider nicht ganz genau. Man kann nicht jede Daten über jede Achterbahn ganz genau wissen. Dafür gibt es ja die RCDB. Genau. Die Rollercoaster Databank. Bei mir ist jetzt auch so, Freifalltürme per se, wenn sie draußen stehen und wirklich nur hochfahren und vielleicht ein bisschen drehen und runterfallen, ich mag das Gefühl nicht so sehr, als dass ich sagen würde, ich muss es machen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Mystery Cars im Phantasialand, ist ja auch thematisiert, eingehaust in einem Turm. Du wirst ja erstmal nach oben geschossen, dann fällst du wieder runter und ähnlich ist ja das im Disneyland auch, ähnlich. Das reizt mich dann schon. Also es muss für mich einen Reiz haben, dass ich sage, okay, die Attraktion ist so gut aufgebaut, dass ich sage, okay, da gehe ich rein. Da nehme ich diesen Fall in Kauf, weil das ist ein Gefühl, was ich einfach nicht mag. Also man kann mich durch die Gegend schleudern ohne Ende, habe ich gar kein Problem mit, aber dieses Fallgefühl ist was, was ich nicht so gern mag. Ja, da geht's uns fast gleich, ja. Das ist einfach so. Aber gut, jeder hat seine Vorlieben und der eine mag das, der andere mag das und dafür mag der andere das weniger. Also es gibt natürlich auch viele Menschen, ich mag ja jetzt dazu behaupten, überwiegend Frauen, die gar keine Achterbahnen fahren. Mhm. Also ich kann mich da an meine Ex dran erinnern, die ist natürlich Achterbahn gefahren, aber natürlich alles ohne Überschläge, ne? Und auch was nicht zu hoch war. Also ja. Also Bumerang ging gar nicht, obwohl ich es mehrere Jahre versucht habe. Aber ja, und bis ins Toverland sind wir nicht gekommen, weil sie gesagt hat, hier Phoenix heißt der, glaube ich, ne? Der Wing Coaster. Phoenix, ja. Der Wing Coaster von B&M. Den hat sie auf dem Video gesehen von uns natürlich, auf dem On-Ride, und hat gesagt, den wird sie natürlich fahren. Aber leider sind wir nicht dazu gekommen. Sind wir halt nicht so weit gekommen. Aber gut. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr tolle Bahn. Also wer Wing Coaster schon mal gefahren ist, der sagt, das ist eines der besten Achterbahnen-Typen, wo es gibt, finde ich. Also ich kenne nur Flug der Dämonen aus dem Heidepark, der ist ja in Deutschland halt bekannt oder der einzige. Ja, das ist der einzigste bekannte. Und natürlich ist der auch relativ kurz. Ja. Also ich glaube, der hat keine 7 oder keine 800 Streckenmeter, aber natürlich auch schön zu fahren. Fand ich auch. Also ich habe, wenn man den von außen sieht, wenn man das erste Mal sowas sieht, also das ist quasi eine Achterbahn, wo man neben der Strecke sitzt, links und rechts, wenn man das erste Mal sieht auf Videos, dann denkt man sich, was ist denn das für eine Höllenmaschine, wie kann es denn sowas geben? Das weiß ich noch, als ich Flug der Dämonen das erste Mal gesehen habe, einen Offroad davon, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das Ding. Aber es fährt sich wirklich butterweich, du könntest theoretisch einen Kaffee darauf trinken, so angenehm fährt sich es einfach. Ja. Also es hat schon seinen Reiz. Dieses angenehm Fahren ist halt auch ein Markenzeichen von B&M. Also da muss man auch dazu sagen, das ist echt ein sehr großes Markenzeichen davon. Ich liebe solche Bahnen. Also es gibt auch wiederum Leute, die mögen härtere Bahnen, weichere Bahnen. Ich mag weichere Bahnen, die natürlich auch toll thematisiert sind, beziehungsweise auch der Anstellbereich. Und so härtere Bahnen finde ich jetzt nicht so toll. Also ich fahre sie natürlich schon, weil das auch irgendwo dazugehört, aber... Es gibt schon sehr schlimme Bahnen, auch in Deutschland. Also was sehr, sehr schlimm, aber die lassen sich sehr unangenehm fahren. Das ist also harte Bahnen, kann man ja jetzt so oder so sehen. Also ich sehe harte Bahnen, zum Beispiel jetzt eine Cobra in Geiselwind, die einfach vom Fahrgefühl dich sehr durchruckelt. Ja, da muss ich dazu sagen, ich habe gedacht so, nachdem die neuen Züge kamen bei der Cobra, also der neue Zug von der Cobra, von der Achterbahn in Geiselwind, habe ich gedacht, okay, sie fährt sich ein bisschen angenehmer, aber sie ist nach wie vor hart. Mhm. Und sie wird, natürlich gibt es auch wiederum Leute, die diese Bahn lieben, die das gerne fahren. Aber ich bin einer, ich sage mir, na gut, wenn du es einmal im Jahr musst, dann machst du es halt, aber dann reicht es auch natürlich. Ne? Also es ist jetzt gar nichts gegen das Freizeitland oder sonstiges, aber es ist halt diese Bahn. Aber es muss nicht jeder mögen oder lieben, um Gottes Willen. Dafür hat Geiselwind 99 andere Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten, wo man noch fahren kann. Also wie gesagt, ne? Ansonsten... Das ist ja jetzt auch schon ziemlich technisch, was wir gerade reden. Also ziemliches Fachwissen. Eigentlich schon, ja. Aber ich finde halt, das fand ich im Laufe der Jahre auch irgendwo toll. Also am Anfang ist man halt in eine Achterbahn gegangen, hat gesagt, ja, Achterbahn. Ja. So, und jetzt mittlerweile weiß man zum Beispiel, dass der Space Mountain oder auch die neue Bahn in Trips Thrill, also die neuen beiden Bahnen, dass die zum Beispiel vom gleichen Hersteller sind. Ja. Vekoma. Für die, die was sagen. Ne? Also niederländischer Hersteller. Und das war halt einfach toll, wenn man auch nach und nach dieses Wissen sich aneignet. Ja. Das ist von dem Hersteller, das ist das, der Typ heißt so und so und so. Ja. Da muss man aber dazu sagen, das bringt so,
das Hobby mit sich, ne? Und man muss aber auch dazu sagen, die persönlichen Ansprüche werden schon immer höher. Also wenn man das, wie wir machen oder auch wie ich, ein bisschen noch ein Ticken intensiver, du gehst mit einer hohen Erwartungshaltung daran und du wirst teilweise dann schon, wo du sagst, so, also das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt oder da hätten wir doch mal auch ein bisschen thematisieren können. Das ist das, also das ändert sich dann schon und du kannst nicht mehr so durch einen, also mir hat man das, meine Kollegen haben das am Anfang zu mir gesagt, die haben gesagt, Christian, du wirst dich wundern. Mit den Jahren und mit der Zeit. Du gehst nicht mehr wie ein normaler Parkbesucher durch den Park. Und ich wollte das gar nicht glauben. Ich habe gesagt, naja, ich genieße meine Zeit und mache das freilich. Das ist wirklich nicht so. Also egal, ob ich mit der verflossenen Liebe oder mit einer Freundin in einem Park war oder mit meinem Bruder oder jetzt mit meinen Kollegen. Du gehst mit ganz anderen Augen durch den Park. Also dir fallen da Sachen auf, die dir früher gar nicht aufgefallen sind. Das ist brutal, das wollte ich gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Das ist manchmal echt schon wirklich, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen. Mhm. Aber dafür schreibt man dann den einen oder anderen Parkbesitzer oder dann der Social Media Abteilung dann einmal, hey Leute, ihr könntet mal da und da mal Hand anlegen. Und Tatsache ist das auch so, dass wir viel Feedback zurückbekommen. Was uns auffällt, weil wir sind da ehrlich und dann wird das auch teilweise gemacht. Mhm. Also je nachdem, es ist ja klar, wenn wir jetzt zu einem Freizeitparkbesitzer sagen, also Junge, du brauchst jetzt mal wieder eine neue Achterbahn und der hat gerade nicht mal locker so 5, 6, 7, 8 Millionen übrig, der sagt, na, was willst denn du von mir, ne? Dann gib du mir doch die 8 Millionen, habe ich auch schon gehört, weißt ja, du? Ja. Was eigentlich eher scherzhaft war. Aber gut, so ist es dann einfach. Ja. Und das ist halt Fluch und Segen. Ne? Also ja, irgendwie schon. Ja. Ich meine, ich genieße auch das Privileg, das wirst du auch kennen, dass man einfach die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu diversen Pressekonferenzen zu können. Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn du jetzt, Geiselwind immer schön, aber Tripsthriller zum Beispiel einfach von der Kategorie, was die eröffnet haben, das war halt einfach nochmal eine Nummer höher. Ja. Weil das Weltneuheiten waren oder eine Weltneuheit zumindest und halt Bahnen von einem unglaublich angesagten Hersteller, ja. Also der jetzt im Phantasialand die neue Bahn zum Beispiel auch herstellt von dem gleichen Hersteller. Ja. Und das ist dann schon ein Privileg, wenn man sowas dann miterleben darf. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit meiner Musikzeit, als ich Beats gemacht habe für Rapper, da waren ja auch echt namhafte Rapper dabei. Ich habe ja in der Zeit dann wirklich kennengelernt von einem Casper über KIZ, über kurzzeitig einen Sido, einen Chakusa, also ganz viele Prinz Pi, ganz viele namhafte Rapper, die jetzt teilweise heute auch noch bekannt sind. Also mir sagt er eigentlich nur Sido was. Okay. Von welchem Dorf kommst du nochmal? Ja, du mich auch, ne? Ich habe da aber gemerkt, ich war Fan von den Musikern und je mehr ich die aber kennengelernt habe oder auch hinter die Kulissen schauen konnte, so Backstage bei Konzerten und so, desto mehr geht aber irgendwo auch die Magie verloren, wenn du auch zum Beispiel teilweise merkst, wie die Leute ticken und so. Also wenn dann wirklich ein Arschloch dabei ist, wie zum Beispiel, nein, ich nenne keine Namen. ich hätte sie genannt. So ist es auch bei den Freizeitparksachen. Ja. Und man muss ja bei mir dazu sagen, ich habe sehr kurzzeitig im Freizeitland Geiselwind auch gearbeitet, ja. Bis ich dann halt einfach in meinen alten Beruf wieder gewechselt bin, weil das einfach familiär wäre es zu schwierig geworden und auch von meinem Lebensstil. Ich hätte auf zu viel verzichten müssen. Ja. Ansonsten war der Job halt super, super schön. Einfach dieses Reinschnuppern auch, wie funktioniert die andere Seite vom Freizeitpark. Dann wird man aber auch ein bisschen dahin konditioniert. Vorher bin ich auch so durch und habe gesagt, ja, warum baut denn der nicht das und thematisiert das so? Ja. Und wenn du aber dann mal da arbeitest, dann wirst du auch echt dahin konditioniert zu sagen, okay, so einfach ist es oft nicht. Ja, das ist halt so. Ja. Das ist, wie du gesagt hast, das ist Fluch und Segen. Und das ist, ich bin dann noch nicht in den Genuss gekommen, dass ich für einen Freizeitpark arbeiten kann, darf. Also ich hätte schon gekonnt, aber ich bleibe da lieber bei meinem alten Beruf und heb mir da noch so ein bisschen Begeisterung auf. Ne? Also ich glaube, weil sonst wäre die Begeisterung ganz weg. Aber das, was wir machen, was ich mache mit Freizeitpark News und meinen anderen Kollegen, die ich sehr, sehr schätze und achte, weil die einfach das schon ein paar Jahre länger machen und viel intensiver drin sind, das ist einfach ein schönes Hobby. Ja? Man muss sich ja mal überlegen, ich bin da Ende 2017, Anfang 2018 dazugekommen und ich war 2018 im November in Amerika mit René. Also, was machst du denn eigentlich genau? Also wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, als jemand, der damit jetzt grundsätzlich gar nichts anfangen kann?
Ja, man kann eigentlich, schlicht gesagt, der Reporter aus dem Freizeitpark. Mhm. Ja, also, wie gesagt, das Medium Freizeitpark News ist ja sehr bekannt mittlerweile. Und natürlich hat jeder sein Aufgabengebiet und dann bekommen wir, jetzt angenommen, wir bekommen Anfragen rein. Wir können jetzt zum Beispiel Serengeti-Park nehmen. Die haben ja am Samstag, heute ist Dienstag, haben am Samstag eine neue Achterbahn von SBF Visa eröffnet und haben uns angeschrieben, ob wir kommen möchten. Natürlich haben die das nicht nur bei uns gemacht, sondern machen die das bei schon mehreren Seiten, ne, die da größer sind, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte. Mhm. Sind natürlich die einzigsten, also lasst euch sowas nicht erzählen. Nein, sind wir nicht. Es gibt ja verschiedene Plattformen, muss ja jeder selber wissen. Ne? So. Und dann sind wir angeschrieben worden und dann hat René gesagt, okay, ich gehe mit meinen Kindern, beziehungsweise mit meinem Kind gehe ich dahin und teste die Bahn mal. Und dann wirst du eingeladen, die Bahn zu testen. Dein Fazit darüber, dein Resümee abzugeben und natürlich ist es dann auch erlaubt und gewünscht, dass du On-Rides, Off-Rides machst, Film- und Fotoaufnahmen und das dann dementsprechend dann auf deiner Seite verteilst. Ne? Das ist ja quasi ein Geben und ein Nehmen dann. Mhm. Ja? Und so ungefähr läuft das bei uns ab. Ja? Also es gibt aber auch, wir schreiben auch hin und wieder mal den Park an, ob wir vorbeikommen dürfen. Wir möchten gerne ein Parkvideo drehen. Es gibt bei uns auf der Seite viele, viele Parkvideos, weil wir, das ist so mit unser Hauptding, wir drehen viele Parkvideos und die sind dann schön mit Musik unterlegt, dass sich der Zuschauer die Videos anschauen kann. Ja? Und natürlich gibt es auch Interviews, On-Rides, Off-Rides, Gespräche, ne? Also wirklich alles. Und wie gesagt, So läuft das. Was ich aber natürlich auch noch dazu sagen möchte und muss, wir betteln nicht darum, freien Eintritt zu bekommen. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Es gibt natürlich auch Plattformen, die dann sagen, ja, wir kommen dann nur, wenn ihr uns freien Eintritt gewährt. Das macht man nicht. Das ist auf gut Deutsch gesagt, ist das assi. Ja? Das ist und wird ein Hobby bei uns bleiben in Deutschland und in Europa. Du wirst davon nie leben können. Es wird keiner davon leben können, weil wir sind nicht in Amerika. Wir sind eigentlich, wir sind eine Nische. Ja? Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute in Deutschland leben, ne? Das sind auch, ich meine 80 Millionen oder so, um 80 Millionen, ja. Und wenn dann ein Europapark Rust wie letztes Jahr 5 oder 6 Millionen Besucher hat, dann redet er aber nicht von 5 bis 6 Millionen Deutsche, sondern dann redet er auch vom internationalen Publikum, ne? Das aus der ganzen Welt kommt. Ja. Ja? Im Vergleich dazu kann man jetzt mal einen anderen Park nehmen, kleineren, Plon, Schloss Thurngeise, Wind, die haben so im Schnitt zwischen, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 200 oder 150.000 bis 400.000, 500.000, also die, oder 600.000, wenn es gut kommt, also die Millionen knacken nicht. Also, und von dem her wirst du bei uns dann nie leben können und wird da auch nie irgendwie dabei groß was rumkommen. Ja? Und deswegen ist das Hobby und das ist mir jetzt, war mir auch jetzt mal wichtig zu erwähnen. Ja? Also. Und das ja, obwohl die Szene wächst, das, ja. Das ist auch wieder Fluch und Segen, ne? Ja. Weil am Anfang war es wahrscheinlich noch so ein bisschen sehr familiär alles. Ja. Und immer wenn eine größere Menschenmasse sich irgendwo trifft, ob das jetzt auch im Internet ist oder so, es kommen halt auf Deutsch gesagt auch immer mehr Idioten dazu. Es gibt natürlich die eine oder andere Plattform, also ich habe auch den einen oder anderen auch schon mal gesagt, was er für einen Scheiß schreibt. Also oder was er meint, damit bezwecken zu wollen. Einfach man kann das Beispiel zum Beispiel nehmen, wo wir leben in einem Corona-Jahr, leider, es ist einfach so. Und er schreibt dann einfach, wo Corona da mittendrin war, die Freizeitparks bleiben bis 31. August geschlossen. Und solche Seiten sind nicht seriös und zerstören unsere Arbeit quasi, ja. Das muss man sich, und solche Seiten gibt es aber leider auch. Aber wir versuchen da schon ganz stark davor zu gehen und die Parks bzw. die Agenturen sind da schon mittlerweile sehr schlau und können da differenzieren, wer seriöse Arbeit abgibt und wer nicht so seriösere Arbeit abgibt. Ja? Perfekt. Wir machen nur kurz einen Toncut. Bis der vorbeigefahren ist. Okay. Live.
Ja, fährt einfach mal ein Trecker vorbei mit drei Baumstämmen. Ja. Wer hat die Adresse ausgesucht? Ja, habe ich ausgesucht. Ich habe gedacht, hier ist schön ruhig. Hinter uns ist eine riesige Fahrradgruppe mit Kindern. Super. Und hier fährt alle fünf Minuten ein Traktor lang. Live. Ja, das ist nice. Ja. Hätten wir auch in der Innenstadt drehen können. Ja, voll, ne? Ja. Was hast du denn jetzt von deinem, also von dem Portal, für das du jetzt unterwegs bist, was hast du denn da für eine Historie, sag ich mal, also von Highlights zum Beispiel in Parks, in denen du warst? Also mein ganz großes Highlight, und das ist auch ein ganz, ganz großer Dank an René, das ist USA. Ich war noch nie in den Staaten, und das mir so zu ermöglichen, quasi zu sagen, hey komm, lass mal rumfahren. Aber dass ich, glaube ich, in dieser einen Woche, was weiß ich, wie viele tausend von Schritte getan habe, das war brutal. Man kann das einfach nicht vergleichen. Man kann das einfach nicht vergleichen. Also die amerikanische Freizeitindustrie ist eine ganz andere wie eine deutsche. Und ich wünsche mir immer, dass so ein amerikanisches Produkt, so eine Freizeitanlage oder so eine Attraktion in Deutschland gebaut wird. Das ist aber sehr, sehr unrealistisch, weil wenn man mal überlegt, die Parks wie in Universal, in Orlando oder Disneyland, die haben ja wirklich 365 Tage im Jahr offen, ja, und da reden wir über Eintrittspreise, wo sich schon andere hier bei 32,50 beschweren, oder Europapark ist, glaube ich, 50,50 Euro mittlerweile oder so, und in Amerika zahlst du mal schnacke 100 Euro, ja. Also das ist schon richtig heavy, ne? Also da, ja. Geht ja auch schon bei Paris los, beim Disneyland. Da bist du ja, glaube ich, auch schon bei, ich weiß, glaube, du bist sogar bei 100 Euro. Ich habe letztens irgendwas mit 90, über 90 Euro gehört, für eine Tageskarte halt. Aber dadurch, dass wir uns jetzt hier ehrlich auch unterhalten und wir auch keinen Klamauk erzählen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das momentan in Disneyland Paris zu viel. Also ich war jetzt zweimal im Disneyland Paris, einmal im Sommer und einmal in der Weihnachtszeit. Ja. Und muss sagen, ich habe wirklich zwei einfach sehr, sehr, sehr tolle Erinnerungen daran. Wir waren aber auch jeweils immer 4 Tage. Also wir waren in einem Disneyland Hotel selber. Okay. Und haben das wie einen Urlaub gemacht, mit Hinflug. Ja, wenn du dir das leisten kannst, dann ist das okay. Ja, selbstverständlich. ihr wisst, wo er arbeitet. Ich habe immer regelmäßig Interviewpartner, die viel Geld da lassen dafür, dass sie meine Videos erstellen. Ach so, da war ja übrigens noch, warte mal, ich muss hier noch, ach so, das machen wir dann. nee, also ich muss sagen, ich habe sogar ein bisschen Angst vor Amerika. Ja. Einfach aus dem Grund, weil die Videos, die ich aus den Parks da kenne, wirken in Disney-Bezügen für mich teilweise zu amerikanisiert, was ja irgendwie wieder ein Paradoxon ist, weil Disney ist ja Amerikaner gewesen. Ja. Aber das Pariser Disneyland hat für mich so eine harmonische Stimmung, muss ich sagen. Also das war wohl über Jahre auch mal sehr abgeblättert, wie ich gehört habe. Das habe ich ja dir gesagt. Genau. Ja, also als ich jetzt da war, muss ich sagen, es hat komplett gewirkt. Also du konntest wirklich die 4 Tage auch abschalten. Du warst auf der Main Street und es hat gewirkt, als wärst du wirklich da in der damaligen Zeit. Du warst im Adventureland und da hast, wenn ein sonniger Tag war, hast du gedacht, du bist jetzt gerade wirklich in der Karibik oder sonst wo. Mhm. Das hat wirklich gepasst, aber es war halt auch nicht zu übertrieben, was jetzt die Charaktere anging oder so. Es hat eine richtige gute Dosis gehabt. Und da habe ich vor Amerika einfach ein bisschen Angst, was ich aus Videos kenne, dass das halt alles, plus die Amerikaner, die halt vielleicht noch ein bisschen verrückter sind. Und ganz übertrieben stelle ich es mir dann im Osten, in Asien vor. Ja. Das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Wenn Corona mal vorbei ist, dann habe ich da richtig, richtig Bock drauf. Aber wie gesagt, das ist immer so eine kleine Kostenfrage auch. Ja? Okay. Also man braucht jetzt nicht zu denken, naja, mit 1000 Euro oder so kommst du aus. Also da bist du, ich glaube, ich bin in der einen Woche knappe 2000 Euro losgeworden oder so. Aber nicht absichtlich, sondern eher so ein bisschen unabsichtlich. Weißt du, du kaufst ja das, du machst das. René ist ein großer Harry Potter Fan, gemein, und hat sich so einen Zauberstab gekauft, wo du im Park dann auch noch zaubern kannst. Ich meine, der konnte damit zaubern. Ich glaube, das Ding hat 50 oder 60 Dollar gekostet. Das ist schon für so einen Zauberstab. Was es übrigens im Toverland auch gibt. Und da haben wir auch so Stationen, die dann reagieren auf das. Genau, das gibt es übrigens im Toverland auch. Ist nach meines, ich weiß jetzt nicht, ob das momentan der einzigste Park ist, der das in Europa macht. Also Deutschland, Niederlande auf jeden Fall, meine ich. Ist aber auch sehr schön. Aber in Toverland ist das günstiger. Ich glaube, da kostet das 20, 30 Euro. Also man sieht, ne, die Relation. Also das ist schon, aber wie gesagt, dafür gibt es halt ganz andere Bahnen in Amerika. Also da,
Da kommst du als Coaster-Freak und da kommst du da voll auf deine Kosten. Du hast ja auch beide Welten da, ne? Du hast ja einmal das reine... Meinst du die reale und dann die virtuelle? Genau. Ja, das dann auch. Aber die reale ist dann meistens im Hotelzimmer. Genau. Aber du hast ja auch die beiden Welten im Sinne von, du hast diese Six Flags Parks zum Beispiel, das sind jetzt halt Parks, das kann man sich vorstellen, da steht die Achterbahn einfach da, wie sie ist. Ja. Die ist halt übertrieben krass dann vielleicht. Ja. Und du hast aber auch sowas wie Universal Disney, wo du einfach... eine unfassbare Thematisierung hast. Ja, ich kenn auch einen Kollegen, der sagt, ich auf gut Deutsch, ich scheiße auf die Thematisierung. Ich will einfach nur die Bahn fahren. Ich finde Bahn geil. Und solche Leute soll es natürlich auch geben. Ja. Aber wie gesagt, wir reden ja in Amerika von einem Volk, das wie viele Hunderte von Millionen Einwohner hat oder was weiß ich. Also das ist ja riesengroß und wie gesagt, da ist auch das Publikum anders. Man muss sich ja mal überlegen, René und ich waren da drüben, ich meine, waren nicht einmal Ferien, das Ding war voll. Also das war echt voll und der Witz ist, es gibt ja auch teilweise hier in Europa so Fastpässe, ne? Also Fastpass, dass du schneller drankommst, der kostet dich dann hier in Europa, in Europa so 20 bis 30 oder maximal 40 Euro. Universal macht das abhängig, wie viele Leute da drin sind. Ja. Gerade für so einen Fastpass kannst du mal schnell am Tag 150 bis 200 Dollar loswerden zu deinen 100 Dollar. Und die Leute zahlen das aber. Die zahlen das einfach. Also die amerikanische Familie, die spart das ganze Jahr, dass die innerhalb von 5 Tagen 4 Personen 10.000 Dollar rausknallen. Ne? Also das ist... Und ich glaube, das wird auch hier in Deutschland nicht kommen, schätze ich. Also diese übertriebene Verrücktheit. Ne? Gut, dafür sind ja die Amerikaner ja bekannt. Ja. Ne? Also wir Deutschen sind ja eher schon noch ein bisschen bodenständiger. Ne? Also da heißt dann, wenn das Kind ein Eis möchte im Park, heißt es dann, nein, gib daheim Eis. Hättest du dein Frühstück auch genau, vergessen. Ja, so ungefähr, ja. Aber das ist so typisch deutsch. Ne? Ja. man muss dazu sagen, Fastpässe, weil ich habe ja... Auf meinem Kanal sind ja auch Leute, die gucken gern Bergsteiger-Sachen, Leute, die gucken gern Filmsachen, Leute, die gucken Freizeitpark-Sachen. Die meisten Leute auf meinem Kanal gucken überhaupt keine Videos von mir. Aber warum macht ihr das? Warum macht ihr das nicht? Ja. Ja. Ein Fastpass ist sozusagen, es gibt das Beispiel aus dem Disneyland Paris, was ich jetzt kennengelernt habe. Da gibt es verschiedene Stationen, da kann man sich dann ein Ticket ziehen für eine gewisse Attraktion. Also das Ticket ist dann auch umsonst. Du gehst zum Beispiel um 10 Uhr hin und ziehst dir dein Ticket, dann darfst du im Rahmen von 12 Uhr bis 12.25 Uhr zu der bestimmten Attraktion und kommst dann da schneller dran, ohne dich an der Hauptschlange anstellen zu müssen. Das ist das eine Prinzip. Ich glaube, das gibt es aber im Europapark mit Voletarium gibt es das, glaube ich, auch. Gibt es Zeittickets, sowas. So genau. Zeittickets, genau. Ne? Aber ich weiß echt nicht, was die kosten, weil ich habe noch nie eins gebraucht. Also es gibt das Prinzip, dann gibt es das Prinzip, dass du an den normalen Schaltern, an den Infoschaltern, dir, wie zum Beispiel im Phantasialand, einen Quickpass kaufen kannst. Da hast du dann, glaube ich, 4 Quickpässe, die du auf ausgewählten Attraktionen aussuchen kannst. Dann gehst du mit deinem Quickpass zu der Attraktion, meistens am Ausgang, zeigst den vor, das wird abgestempelt und dann darfst du auch, ohne dich hauptsächlich anzustellen, auf die Attraktion. Und bei Disney in Amerika ist es ja so, du hast dann auch noch verschiedene Kategorien. Also du kannst auch noch so und so viel Geld bezahlen, dann hast du zum Beispiel den, was weiß ich, Fastpass Gold, dann hast du den Fastpass Premium oder wie auch immer die heißen. Ja, ich glaube, das gibt's sowas gibt es, glaube ich, im Moviepark auch so ähnlich. Aber wie gesagt, ich habe mich damit wirklich noch nicht befasst. Also ich bin da, stell mich halt an. Ja, und ganz ehrlich, also wenn du in Deutschland... Ich sage es mal, also wo das vorkommt, ist halt Phantasialand, Europapark. Phantasialand ist es teilweise schon mit Taron und Reik sehr krass. Mhm. Na, ich glaube, ich habe da schon mal so Wartezeiten von 3 Stunden gelesen oder kann, so. Kann vorkommen. Im Europapark stehst du in der Regel, wenn es voll ist, eine Stunde. Mhm. Eine Stunde, eine anderthalb Stunden. Ne? Also das gibt es aber in Amerika noch krasser. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Also ich bin jetzt trotzdem kein Freund von den Dingern. Im Phantasialand benutze ich sie auch. Das lag aber dann daran, dass ich 2 Jahre lang eine Dauerkarte hatte. Und du da keine hast... Zeit? Genau. Deswegen hatte ich sie auch nur 2 Jahre lang. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Da hast du halt dann den Bonus gehabt, ich weiß gar nicht wie viel, du hast glaube ich 2 oder 4 Quickpass-Eintritte auf deine Jahreskarte drauf jeden Tag. Das heißt, wenn ich dann in den Park gefahren bin, habe ich die automatisch auf der Karte drauf gehabt. Oder die andere Version ist, dass wir im Hotel absteigen, also in einem von den Phantasialand-Hotels, und da hast du dann auch eine gewisse Anzahl von Quickpässen als Hotelgast. Aber ich wäre jetzt keiner, der in den Park geht und sagt, ich kaufe mir das jetzt, um irgendwo schneller dran zu kommen. Also das könnte ich mir maximal vorstellen, wenn ich echt weit fahre, zum Beispiel Amerika, und eine Attraktion unbedingt machen will. Wo ich sagen will, okay, ich bin extra wegen der Attraktion so weit jetzt dahin gefahren und das darf bitte nicht schief gehen, dass ich da nicht dran komme. Wir hatten sogar 2018 sogar, hat der René einmal Fastpässe gekauft. Mhm. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, die lagen so bei 60, 70 Dollar pro Arsch.
Also das ist schon. Aber gut, weil wir gesehen haben, es war, also es sah aus, als wäre viel los gewesen. Aber im Endeffekt war es okay. Aber das war der. Wir hatten so ein Kombi-Ticket, ne? Buy one ticket and get one free oder so, ne? Oder buy two tickets and get one free. Das haben wir natürlich genommen und dann haben wir den dritten Tag auch nochmal in den Universal Studios verbracht, was mega schön war. Und das sah halt nach viel aus und dann haben wir auch einen Fastpass, also so einen Zeitpass gekauft, ne? Aber im Nachhinein, glaube ich, wäre da gar nicht nötig gewesen. Also. Wie sieht's denn bei dir? Hast du einen generellen Lieblingspark? Ich mag eigentlich generell jeden Park. Ich bin offen. Also ich kenne mittlerweile schon echt viele Parks. Aber ein Lieblingspark. Was heißt Lieblingspark für dich? Ist es, wo die schönste Attraktion steht, wo der Das ist schönste das Park ist? Nächste. Man Oder? kann es ja auch noch differenzieren, weil jeder Park hat ja seine eigenen schönen Attraktionen. Aber bei mir ist es halt ganz eindeutig das Phantasialand. Das liegt aber nicht daran, dass da Tajon steht und so geil ist oder was weiß ich was, sondern einfach daran, dass ich da, abgesehen vom Geiselwind, mittlerweile am häufigsten war, an den Okay. häufigsten Tagen und meistens sehr, sehr, sehr tolle Erlebnisse in der Gruppe hatte. Also ich habe meinen Junggesellenabschied da gefeiert mit drei Jungs. Einfach, ich habe gesagt, ich will keine Sauferei, ich will kein Dings, wir fahren zu viert ins Phantasialand. Sowas oder eben mit meiner Frau und noch einem befreundeten Pärchen. Da waren wir auch schon zweimal, immer mit Hotelübernachtungen. Da waren wir meistens 3 Tage im Park. Und da hast du einfach unfassbar tolle Erlebnisse. Dadurch, dass du im Hotel zusammen bist, dadurch, dass du den ganzen Tag im Park zusammen verbringst. Also gut, wenn's natürlich danach geht, dann wäre das bei mir Europapark, weil ich auch sehr oft schon, also auch neben Geiselwind, auch sehr oft im Europapark war, auch immer dort im Europapark Hotel übernachtet habe. Ich habe sogar schon im Hotel Kronasser, also kurz nach der Eröffnung vom Hotel Kronasser, habe ich im Hotel Kronasser übernachtet und war da im Park. Damals hat aber leider noch nicht Rolantica offen, die Wasserwelt. Aber wenn es danach geht, ist es der Europapark. Weil wir waren natürlich auch, mein Ex und ich waren da auch oft und waren auch mit unseren besten Freunden dort. Da haben wir denen zu Weihnachten, so eine Busfahrt gab es da, haben wir denen geschenkt. Und Weihnachten ist ja nochmal viel schöner. Also wenn wir nach Thematisierung gehen und wenn man dafür einen Flair hat, einen Touch hat und darauf abfährt, dann sollte man unbedingt Weihnachten in den Europapark gehen. Das ist sehr, sehr schön. Und ich würde euch empfehlen, Flammenlachs dann zu essen. Also Flammenlachs im Europapark ist echt top. Ich weiß, das ist jetzt Schleichwerbung oder eigentlich. Naja, es ist eigentlich Werbung, es ist keine Das ist eine Schleichwerbung. Dauerwerbesendung, deswegen. Dauerwerbesendung. Das müssen wir auch oben einblenden, weil sonst kriegen wir nämlich Ärger. Ja. Also wenn schon keiner Werbevideo. meine Videos guckt, aber irgendeiner von der Rechtsabteilung guckt das dann. Bestimmt, ja. Ich habe da auch so gewisse Erfahrungen mit der DPA und so. Naja, also da muss ich ganz deutlich sagen, ich habe super tolle Erlebnisse in Geiselwind gehabt. Das liegt aber einfach daran, weil ich zu dem Park einen sehr engen Bezug habe. Sowohl Backstage als auch als Gast. Aber so die eingängigsten Erlebnisse, das war halt dann, wie gesagt, echt Phantasialand, die mehrfachen Besuche, wie der Park aufgebaut ist, spricht mich persönlich einfach am meisten an, dass alles so eng verschachtelt ist, die Musik im Park, die Themenwelten, die da sind, das ist halt einfach auf mich richtig gut Ja. zugeschnitten. Und das Disneyland Paris. Also da habe ich mit meiner Frau ja, wie gesagt, zwei sehr, sehr tolle Urlaube verbracht. Ich kann mich noch nicht entscheiden, ob jetzt die Weihnachtszeit schöner war oder das Normale, weil es hat beides Also, absolut seinen Flair gehabt. wie gesagt, ich finde, der Europapark an sich ist sehr, sehr schön. Aber die Wintersaison im Europapark ist noch ein Ticken schöner. Und welchen Park ich auch noch sehr schön finde, wo ich schon war, ist das Toverland. Also es kennt nicht jeder, aber ich finde Port Laguna und Avalon, die Themenwelten, ich finde die toll. Das ist echt toll gemacht. Ich habe mich in diesen Park verliebt. Und meine Kollegen, wenn ich immer mich mit meinen Kollegen unterhalte, zum Beispiel mit Daniel, der sagt dann immer, du musst mal in den Efteling fahren. Ja, in den Niederlanden, du musst dann mal in den Efteling fahren. Ich war leider noch nicht im Efteling, aber ich habe es definitiv vor. Wie schaut es denn bei dir in der Zukunft aus? Du hast ja schon gesagt, Asien würdest du gerne mal anschauen? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wie meine Zukunft aussieht. Wir sind ja aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus sind wir ja in der Reise beschränkt, was ja auch ganz gut so ist. Ja? Also die Leute, das tut den Leuten oder uns tut es mal nichts ab, wenn wir mal in Deutschland bleiben. Was ich aber gerne noch machen möchte, beziehungsweise ich bin ja noch jung,
ganz viel reisen, die Welt bereisen und auch sehen, die verschiedenen Freizeitparks, auch wie gesagt Asien, nochmal nach Amerika, Niederlande, Efteling, weil ich den noch nicht gesehen habe, das soll wie gesagt sehr, sehr schön sein. Ich habe aber auch in Deutschland noch nicht jeden Park gesehen. Also man muss sich ja das mal überlegen, dass wir in Deutschland über 100 Freizeitparks haben. Mhm. Also Freizeitparks, die sich Freizeitparks schimpfen, ne? Also als Namen. Ja, ja. Aber es auch kleine, schöne Parks gibt. Also man nimmt jetzt mal zum Beispiel Tasmania Löffeling an. Ich war da noch nie, aber der Park hat eine, dank der Familie Braun heißt die, die ist anscheinend eine Schaustellerfamilie, also eine haben natürlich noch Fahrgeschäft und haben auch noch einen Park. Der Park ist wunderschön aufgebaut und ist ein schöner Mix zwischen Tier- und Freizeitparks und da wird jedes Jahr investiert. Das ist auch, wie gesagt, ein schöner Park, ist aber auch relativ weit weg. Der ist ja, jetzt muss ich lügen, ich glaube, der ist im Schwarzwald unten. Ich meine auch irgendwas. Schwarzwald irgendwas da unten. Also und man muss überlegen, man fährt da 4 bis 5 Stunden hin, also genauso wie in den Europapark. Aber das wäre so ein Park, wo ich da gerne hingehen möchte. Ne? Oder Ravensburger Spieleland. Mhm. Ne? Tut nächstes Jahr mit Graffiti eine SBF-Visa-Bahn eröffnen und das ist auch im Übrigen die erste Bahn. Man kennt ja die von SBF Visa, das ist der Hersteller, man kennt ja die 8. Ja, ne? Ja, ja. Und das ist eigentlich keine 8, sondern das ist ein Kreis, aber das, und die Gondeln drehen sich, aber ich glaube, also ich meine, 2 Gondeln davon überschlagen sich auch. Und das wird die erste Bahn sein, wo in Deutschland dann von dem Typ her öffnet. Wir sagen dazu natürlich, das ist eine Achterbahn. Mhm. Ravensburger Spieleland hat gesagt, dass sie möchten das nicht als Achterbahn bezeichnen, möchten auch eigentlich gar keine Dinge, weil das nicht in ihr Konzept reinpasst. Ja, ist ja mehr oder das Wort Rollercoaster eigentlich sinnvoller als das Wort Achterbahn. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja, und das sind so Parks, wo man dann einfach mal hingehen möchte, wo man jetzt sagt, das ist vielleicht jetzt mal... das ist jetzt, da wäre ich jetzt mein Kick nicht bekommen, aber er ist schön anzusehen und ich möchte natürlich auch unter der To-Do-Liste haben und wenn es gefällt, warum nur einmal? Man kann ja auch mehrmals hinfahren. Was sind so, wie viele Parks hast du schon? Außer Trips Drill, Phantasialand und Geiselwind. Sonst keine. Ich kann die, das ist ja gut. Also ich habe auf meiner Liste, wie gesagt, Phantasialand, Trips Drill, Geiselwind, dann habe ich den Heidepark. Disneyland, ja. Europa-Park und Movie-Park und Movie-World. Also okay. Zu den jeweiligen Zeitphasen halt auch. Ich glaube, dann hört es auch schon ziemlich auf von den Sachen. Ich habe halt echt viele Wiederholungsbesuche in den diversen Parks gehabt. Ja, ich auch. Irgendwo bleibt man dann mal hängen. Ja, 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 klar. Ich meine, Geiselwind ist jetzt regional bedingt. Da ist es halt einfach der... Wo ich es sehr ist aber, dran bin. Aber es ist ja auch für die Leute, die noch nicht in Geiselwind waren, und das meine ich jetzt halt ehrlich, nicht um jemanden Honig ums Maul schmieren zu wollen, dieser Park hat sich seit 2017, seitdem Matthias Mütter den übernommen hat, hat er sich ganz, ganz stark gewandelt. Der Park war am Abkacken, der war tot. Ja, da hätten wir ein zweites fränkisches Wunderland gehabt. Also fränkisches Wunderland für die Leute, wo es kennen, das ist Blech. Das war ein kleiner, schöner Park früher mal, mit schöner Westernstadt. Und so wäre es mit Geiselwind auch gekommen. Die Attraktionen wären verkauft geworden und dann wären die irgendwo nach Deutschland verstreut gewesen und dann wäre daraus entweder Wiese oder Lost Places gewesen. Ne? Und Matthias Mölder hat da schon, vor allem auch als er alleine hat da Geld in die Hand genommen. Also die ganzen Schulden, was er hat, die lasten auf seinen Buckel, ja. Und er hat da seit 2017 über 100 Neuerungen und Neuheiten beigebracht. Also das, was eigentlich also so an die 100 sind. Also ich habe es immer zusammengezählt, ich komme so auf knapp 100 sowas. Neuheiten und Neuerungen. Also Neuerungen heißt auch mit gepflastert und sowas. Also und auch ne, Infrastruktur. Ne? Das sehen ja viele gar nicht. Ne? Matthias Mölder hat das mit meinen Kollegen 2017 im Interview gesagt. Viele sehen das gar nicht, dass du da 1,50 Meter tief aufbaggern musst und dass du dann quer über den Park neue Kabel verlegen musst, weil du da neue Attraktionen hast. Ja. Ja? Und von dem her, dem Mann gehört viel Respekt und gezollt, weil das hat noch kein anderer Park. Und der Park ist mit am attraktivsten dann. Mit, ne? Also, wenn man das so nehmen möchte. Das ist unglaublich, oder? Der nervt mich. Ich glaube, der macht das absichtlich.
Vor allem das Schleifgeräusch auch noch dazu, ne? Ja. Das kann nicht wahr sein. So, nach dem weiteren Traktor-Cut. Man muss ja sagen, ich war in Geiselwind 2003, 2005 meine ich, und dann 2017 auch nochmal, als das gerade so in der Umbauphase war. Und ja, 2003 habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da war es dann im Freizeitpark fertig. Und 2017 kam ich aber dann auch sehr frisch aus dem Phantasialand und aus dem Disneyland und aus dem Heidepark. Ja, dann hat man natürlich ganz andere Erwartungen, ja, ne? Und dann kommst du halt nach Geiselwind und alles sieht so nach Umbau aus. Und du, ja, denkst erstmal so, Gott, was ist denn das hier, ne? Ja. So, aber ich muss auch echt sagen, er hat sich auch in meine Richtung entwickelt, im Sinne von, ich bin ja absoluter Thematisierungsfan. Ja. Und das macht da wirklich schön, dass der Park jetzt halt einfach sich Richtung Themenpark entwickelt und weg von dieser Dauerkirmes, was er immer diesen Ruf hatte, ne? Ich meine, er hat das 2017 ganz gut gemacht. Ne? Er hat erstmal seine Fahrgeschäfte mitgenommen, ne? Weil, wie gesagt, die Infrastruktur und alles hat Geld gekostet, die Übernahme. Ne? Und seit 2017, beziehungsweise seit der Saison 2018, ist das schon am Umwandeln. Ja? Gut, dass man, ja, das ist, wie gesagt, es gab den einen oder anderen Rückschlag, wo man dann gesagt hat, hier, in 2 Wochen ist das auf, und dann hat es ein bisschen länger gedauert, aber es gehört dazu. Okay. Ich meine, schaut Trips Drill an. Wir waren unten und die Bahn stand, aber die Thematisierung ringsherum, also wie gesagt, das Gras war am Wachsen, ne? Aber die Thematisierung im Ganzen hat halt noch gefehlt, einfach, weil einfach aufgrund auch von diesen, aufgrund von Corona einfach alles zurückgestuft worden ist, und das zieht sich im Übrigen bei die ganzen Parks hin. Also auch, das war auch im Europapark. Piraten in Batavia ist ein bisschen später eröffnet worden wie geplant. Ne? Also das ist einfach der Corona-Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist es geschuldet. Ja, ich hoffe, dass wir da möglichst bald rauskommen. Also auch nicht nur in Sachen Freizeitpark, sondern auch halt, wie du sagst, du wirst gerne mal mehr reisen auch. Ja. Dass das auch wieder möglich ist. Wir sind ja auch absolute Globetrotter, meine Frau und ich. Also wir lieben das Reisen, ja. Ja. Ich weiß. Deswegen hat Dennis nicht so viel Zeit. Das ist richtig. Ich bin meistens auf der Reise. Ja. Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Genau. Und ja, ich hoffe, dass das möglichst bald rumgeht und dass wir auch vor allem noch auch Erlebnisse zusammen haben werden. Dass wir uns auch, wir haben ja auch echt vor, mal privat irgendwie nach Plon zu fahren oder in irgendeinem Park, dass wir das auch mal umsetzen können. Liebe Freunde von Plon, ihr habt es gehört, aber er hat keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, Halloween ist sehr schön in Plon. Ja. Ja, gibt es 3 Wochenenden mit Halloween. Sehr zu empfehlen, wirklich. Also ich hoffe, dass wir da irgendwas mal umsetzen können und dass wir uns aber auch mal da bei der einen oder anderen PK noch sehen. Na klar. Und oder privat beim Grillen. Oder privat beim Grillen, ja, genau. Ja, wann lädst du mich ein? Ich habe keine Zeit. Ich hatte heute um 15 Uhr Zeit, aber da warst du noch auf der Arbeit. Ja, herzlichen Dank. Ja, ne, also das ist nicht immer, ist auch seine Schuld, ne, dass wir nicht können. Ja. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mich also auch. Ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Herzen hast, was du unbedingt noch loswerden willst. Jetzt kannst du noch Namen und Disses raushauen, wenn du willst. Ja, kann ich das? Kannst du natürlich. Ich grüße alle meine Freunde. Nein. ja, vielen Dank, dass wir das Interview geführt haben. Der Hintergrund war eigentlich ein anderer, warum wir uns hier treffen. Wie gesagt, abonniert den Dennis seinen Kanal, abonniert unseren Kanal Freizeitpark News, gebt einen Daumen dem Video und schenkt uns auch ein Abo und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, we love to coaster 10 you. Und ich sag, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.